So, herzlich willkommen an diejenigen, die schon da sind. Für diejenigen, die ab und zu mal mit dabei sind, die wissen, wir warten immer ein paar Minuten am Anfang, weil es dann doch eine Weile dauert, bis die vielen Menschen, die an der Sprechstunde teilnehmen möchten, dann auch alle mit da sind und ein Audiosignal haben. Aber ich sehe, dass die Zahl schnell und stetig steigt. Genau, wie immer wird das hier aufgezeichnet. Das können Sie aber auch oben sehen. Da ist ein Aufnahme-Button. Das haben Sie, glaube ich, auch beim Reingehen gesehen, dass das alles aufgezeichnet wird und man später auch nochmal einen Link bekommt, den Sie auch gerne natürlich weiterverteilen können. Genau, die Geschwindigkeit, ja doch, es kommen immer noch Leute rein. Wir warten also noch ein bisschen. Guten Abend aus dem wunderbaren Elbflorenz. Klingt doch sehr schön, ja. Schönen guten Abend. Für diejenigen, die schon da sind, falls Sie Fragen schon mitgebracht haben, die Sie loswerden wollen, Sie können die jetzt auch schon in den Chat schreiben. Ich sage das später auch gleich nochmal. Sie können auch gerne direkt dazu schreiben, wenn Sie die Frage selbst mit Video vortragen wollen. Werde ich aber auch gleich nochmal für alle wiederholen, wenn alle da sind. Jetzt gucken wir mal, ob wir andere mal fangen. Gleich an. Genau, ich hoffe, es wird jetzt langsam. Dann würde ich starten und begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer heutigen Bürgersprechstunde. Wie immer habe ich zwei Experten eingeladen, die ich auch gleich vorstellen werde. Zu Beginn werde ich aber noch ein paar organisatorische Dinge sagen, weil ich jetzt auch mit einem halben Auge gesehen habe, dass diese Fragen auch schon gekommen sind. Also, wir haben hier eine Netiquette, sage ich jedes Mal mit dazu, gab noch nie ein Problem, aber weil ich glaube auch, das ist ganz selbstverständlich. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie die gerne in F und A, nicht in den Chat, den können Sie auch sehen, bitte in F und A Ihre Fragen reinschreiben und gerne, wir sehen es wahnsinnig gerne, wenn Leute dann eben auch sich zuschalten mit Kamera und mit Ton und die Frage selbst vortragen. Selbstverständlich mögen das nicht alle oder es geht technisch nicht, dann geht das selbstverständlich auch so, dass ich die Fragen vorlese, die im Chat stehen. Um es im Ablauf etwas zu beschleunigen, können Sie, wenn Sie wollen, eben auch direkt dazu schreiben, ob Sie es gerne selbst vortragen wollen mit Kamera und Ton oder ob wir es vorlesen sollen. Genau, das Ganze ist eine Aufzeichnung, das hatte ich schon gesagt, die später auch per Link verteilt wird, so dass Sie, wenn Sie Menschen kennen, die an den Inhalten interessiert sind, diesen Link natürlich auch gerne weiter verteilen können. Genau, und jetzt kommen wir eigentlich auch schon zu den Inhalten. Worum geht es heute? Es geht natürlich wieder um die Frage Heiztechnik, aber letztendlich auch sehr stark um die Frage, was muss ich mit meinem Gebäude tun, um da auch die passende Technik mit reinzubringen, sodass sie besonders effizient funktioniert. Welche Mythen gibt es da? Was muss ich wirklich tun? Braucht es immer die ultra, super teure Gesamtsanierung? Geht es auch vielleicht eine Nummer kleiner? In welchen Fällen ist das so? Genau, alle diese Fragen wollen wir heute mit beantworten. Ein weiteres Thema, weil wir gerade eine Veranstaltung auch dazu gemacht haben und weil es gerade so heiß ist da draußen, ist der sommerliche Hitzeschutz. Auch das ist natürlich etwas, was, wenn Sie Fragen dazu haben, wir ein Stück weit mit betrachten können. Denn ein energetisch sehr gut saniertes Gebäude ist natürlich für den sommerlichen Hitzeschutz auch eine gute Sache. Und so eine Wärmepumpentechnologie, die kann auch mit dafür sorgen, dass man da angenehmere Temperaturen drin hat. Auch dazu, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die gerne, weil das ja vielleicht für die einen oder andere, den einen oder anderen auch ganz spannend ist.
Und jetzt komme ich zu meinen Experten, Herrn Jürgen Leppig. Jürgen, kennen Sie vielleicht schon, falls Sie schon mal mit dabei waren. Er ist schon zum zweiten Mal hier mit dabei. Er war langjähriger Bundesvorsitzender des Bundesverbands Gebäudeenergieberater, Ingenieure Handwerker e.V. Er ist selbstständiger Energieberater, hat also jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Energieberatung rund ums Haus und die richtige Heiztechnik. Im Moment ist er auch wissenschaftlich unterwegs, arbeitet zusammen mit der Hochschule Ingolstadt an der Optimierung letztendlich der Luft-Wasser-Wärmepumpe. Wie kann man sie noch effizienter hinbekommen? Herzlich willkommen, Jürgen. Ja, wunderschönen guten Abend. Und mein zweiter Experte ist Raphael Rackwitz. Er ist der Berliner Landessprecher des Deutschen Energieberaternetzwerks. Er ist selbst Gebäudeenergieberater, er ist KfW-Baubegleiter, BAFA-Vor-Ort-Berater, Passivhausplaner und er betreibt ein Ingenieurbüro für die Gebäudeenergie und die Energieeffizienz namens Energy Living. Also ein Mann, der sich mit all diesen Fragen, die Sie heute stellen werden, wahrscheinlich sehr gut auskennt. Herzlich willkommen, Raphael. Und guten Abend. Und jetzt steigen wir auch gleich ein. Es gibt einen kurzen Input jeweils und dann werden wir zu Ihren Fragen kommen. Wer von euch beiden möchte beginnen? Das haben wir nicht vorher gar nicht abgesprochen. Jürgen, darfst du gut. Ja, also ich habe ganz bewusst keine Folien gemacht. Ich würde gerne die Zeit lieber nutzen, Ihre Fragen beantworten zu können, um für Sie möglichst viel, damit Sie möglichst viel Wissen mitnehmen können aus der Bürgersprechstunde. Genau. Und Raphael Rackwitz hat aber Folien mitgebracht und wird sie jetzt zeigen und einen kurzen Input geben. Und genau, dann starten wir mit den Fragen. Gerne. Und noch eine Sache. Ja, schönen guten Abend. Danke für die Einladung und vielen Dank, dass Sie sich zugeschaltet haben oder sich jetzt auch die Zeit nehmen. Ich habe einige Folien vorbereitet. Ich wollte kurz und knapp einige Impulse mitgeben. Impulse, die sich eigentlich so überwiegend an die sich an die Mythen zum Thema Bestandsgebäude und Wärmepumpe irgendwie richten. Und da wollte ich einige Punkte einfach dazu erstmal beitragen. Später können wir dort nochmal bei der einen oder anderen Frage nochmal genauer einsteigen. Es wurde schon eigentlich das Wichtigste erzählt. Steigen wir eigentlich ein bei den zwei wichtigsten Punkten, was eigentlich, oder das Thema, worum es geht, ist eigentlich, kann überhaupt eine Wärmepumpe im Bestand verwendet werden? Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist überhaupt der Bestand oder wie ist der Bestand geprägt? Und da sind natürlich viele Heizkörper und der Zustand der Gebäude ist unsaniert bzw. teilsaniert. Bei der zweiten Frage erfordert es immer Fußbodenheizungen für die Betriebsweise einer Wärmepumpe. Und da stellt sich für mich die Frage, wieso sollte überhaupt dies bevorzugt werden? Und da kommen wir bei beiden Punkten eigentlich auf diesen Nenner heraus, das ist die Vorlauftemperatur. Zum einen halt die hohe Vorlauftemperatur mit den Heizkörpern und unsanierten Zustand. Und genauso bei der Frage oder Bevorzugung der Fußbodenheizung ist natürlich die niedrige Vorlauftemperatur, was alles ein Thema hat mit der Effizienz der Wärmepumpe. Und die Vorlauftemperatur ist immer wiederum abhängig oder das ist ein Dreiklang sozusagen, worum es geht. Es geht um die Übertragungsfläche und den Sanierungszustand des Gebäudes, was dann sich wiederum widerspiegelt im Bedarf des Raumes. Und um diese vielschichtige Betrachtung sollen sich eigentlich die nächsten Folien drum widmen. Hier würde ich aber nochmal gerne erwähnen, einfach bei dem Thema Wärmepumpe und Bestandsgebäude wird auch immer wieder gesagt, dass meine Wohnung wird sozusagen nicht warm oder das Haus wird nicht warm. Und da möchte ich eigentlich auch vorwegnehmen, eigentlich die Wärmepumpentechnologie kann auch Hochtemperaturen erzeugen. Selbst bei hohen Temperaturen besteht immer noch ein Wärmepumpen, dieser Wärmepumpeneffekt, die Verhältnismäßigkeit, sagen wir jetzt mal 1 zu 2, da ist immer noch ein ökologischer Vorteil gegeben. Ob es ökonomisch
besser ist, muss man individuell betrachten, eher nicht. Deshalb sollte immer eigentlich die geringstmögliche Vorlauftemperatur bestrebt werden. Hier möchte ich nur ganz kurz erläutern bei diesem, ja, bei dem Diagramm. Hier im Mittelpunkt bei den Außentemperaturen von 0 bis 10 Grad, hier liegt eigentlich der Schwerpunkt der Jahreswärmeerzeugung. Egal welcher Wärmeerzeuger, das ist einfach nur ein Diagramm in Abhängigkeit der Klimadaten, die vorherrschend sind. Und wir sehen, dass eigentlich in den kälteren Temperaturbereichen eine sehr geringe Stundenanzahl vorherrschend ist. Die Blase ist umso größer, je höher das Delta Wärme erzeugt werden muss, abhängig von der Außenlufttemperatur hin zu der Raumtemperatur. Das Ganze verpackt sich dann auch in einem kumulierten Diagramm so, dass hier in dem Temperaturbereich von 0 Grad bis hin zu 5 Grad, 4 Grad, 5 Grad, 50%, also die Jahreswärmeerzeugung 50% entspricht, das ist das arithmetische Mittel. Und da müssen wir uns eigentlich konzentrieren, den höchsten Effekt ökologisch und ökonomisch zu generieren. Alles, was danach ist, also mit der Auslegung, dass auch in den kälteren Jahreszeiten die Temperaturen generiert werden für den Innenraum, das ist dann nochmal ein anderer Punkt. Ich will mit dem beiden Diagramm nur beschreiben, wo der Betrachtungsschwerpunkt für uns liegt. Das Ganze nochmal dargestellt, also die Außenlufttemperaturen und die zugehörigen COP-Werte. Das kann man eigentlich aus den Datenblättern der Wärmepumpen gut herauslesen. Und die COP-Werte ist ja immer diese Verhältnismäßigkeit, wie effektiv eine Wärmepumpe betrieben wird. Hier möchte ich nur einmal betonen, eine Gasheizung, also fossile Verbrennung, hat immer sozusagen einen COP-Wert von 1 zu 1, also 1. Und wir wollen immer diesen Effekt nutzen, um die überwiegende Jahreswärmeerzeugung zu nutzen oder zu erzeugen. Es gibt einige Studien dazu, dass auch teilsanierte Gebäude oder unsanierte Gebäude immer noch einen ökonomischen Vorteil haben im Vergleich zu einer reinen fossilen Verbrennung. Das ist alles abhängig natürlich von diesen Zahlen. Diesen Zahlen, das sind die Bezugskosten einer Kilowattstunde Betriebsstrom für die Wärmepumpe und genauso den Gaspreis. Das Ganze könnte man nochmal hier ein bisschen überspitzt im Verlauf darstellen. Worauf Sie sich hier konzentrieren können, ist eigentlich dieser Bereich bei 0 Grad und die grünen Linien. Die grünen Linien sind ja, aktuelle Strompreise für Wärmepumpen, also der sogenannte Wärmepumpenstrom, der ist ja günstiger als der normale Strom. Die anderen Linien sind dann die höherpreisigen Haushaltsstrombezüge. Und da sieht man eigentlich, dass in einem Bereich von den Anfängen der Minusgraden ein Nachteil sozusagen bestehen würde im Bereich der Bezugskosten für eine Kilowattstunde Wärme. Sehr komplex. Verzeihung, können wir vielleicht auch noch mal später einsteigen. Es stimmt, dass der Wärmepumpenstrom höher ist und das muss man alles in einem Verhältnis sehen mit den COP-Werten und mit den Gaspreisen. Eine grundpauschale Aussage, dass in den geringen Temperaturbereichen, dass die Wärmepumpe einfach nur ein Stromfresser ist, das stimmt von der Technik her nicht. Das ist immer noch ein Vorteil, ökologischer Vorteil. Ökonomisch sind es aber so wenige Stunden, die wir eigentlich nicht unbedingt betrachten, sondern in der Jahresbilanz eher die Vorteile generieren. Das Ganze ist in Abhängigkeit zu betrachten. Die COP-Zahlen stehen immer in der Abhängigkeit von den Vorlauftemperaturen. Hier würde ich eigentlich nur gerne den Einstieg in der Betrachtung der Vorlauftemperatur erläutern. Die Grundlage hierfür ist eine Heizlastberechnung des Gebäudes. Die Heizlastberechnung, da wird jeder Raum genau definiert anhand der thermischen Hülle und den angrenzenden anderen Zonen, also ein minder beheizter Flur oder Treppenhaus. Und da wird jeder Raum genau bilanziert mit seinen eigenen Wattzahlen. Und wir müssen dann genau schauen, ob dieser einzelne Heizkörper, der jetzt da aktuell schon verbaut ist, eine gewünschte Leistung erbringen kann. Das bedeutet, wir haben einen Raumwärmebedarf und wir schauen genau in die Leistung, Normwerte des Heizkörpers hinein
und schauen, ob dieser Heizkörper mit einer gewünscht niedrigeren Temperatur, sagen wir jetzt mal 55 Grad, was passabel ist für Wärmepumpen, hier diese Leistung erbringen kann. In diesem Fall wäre es nicht erreicht und dann müssen wir schauen, ob wir diese Heizkörper in der Dimension verändern können, was hier in dem Beispiel sicherlich möglich ist, um diese Fensterbanken voll und ganz auszufüllen. Hier in dem Bereich, bei dem Heizkörper, wäre es wiederum nicht ganz so möglich, weil wir hier diese festen Anschlussbereiche haben. Hier können wir höchstens im Typ nochmal was verändern. Also sprich, wir müssen sehr detailliert hineinschauen. Aber hier steckt eigentlich ein enormes Potenzial drin. Das hatten wir auch in einem Variantenvergleichsberechnung für ja, ein typisches Berliner Einfamilienhaus aus der Nachkriegszeit ermittelt. Da hat man einen Variantenvergleich erstellt. Im Ist-Zustand sieht man, dass die meisten Energieverluste bei der Außenwand entstehen. Da bin ich auch voll und ganz überzeugt, dass der größte Effekt durch eine Außenwanddämmung erzeugt werden kann, um Energie einzusparen, Wohnkomfort zu gewinnen und die raumweise Heizlast zu senken. Die raumweise Heizlast ist entscheidend, damit der Heizkörper wirklich mit den geringstmöglichen Vorlauftemperaturen betrieben werden kann. Und das sind eigentlich die Ergebnisse von dem Variantenvergleich. Was ich schön finde, ist zu sehen, bei Endenergie, bitte einmal hier drauf achten, das ist der blaue Balken, das ist der Ist-Zustand, allein durch einen hydraulischen Abgleich und Optimierung der Vorlauftemperatur, sprich einen Austausch von drei Heizkörpern, könnte man hier schon allein mit einer Brennwerttechnik einen deutlichen Effekt generieren. Wir wollen aber weg von fossilen Verbrennung und wollen uns die Wärmepumpen betrachten. Und selbst da war in der Variante 2 auch schon ein deutlicher Effekt gegeben mit einer Außenwanddämmung. Und einer deutlich abgesenkten Vorlauftemperatur wäre dann sogar noch mehr Einspareffekt möglich, was in den Brennstoffkosten sich auch widerspiegelt und in der CO2-Bilanz definitiv auch. Hier in der Variante 6 vielleicht nochmal ganz kurzer Augenmerk. Hier war es eine bivalente Anlage, wo die Brennwerttechnik nur noch die kalten Jahreszeiten abdecken sollte. In der Variante war es eine reine Wärmepumpe mit einem Backup-Heizstab, also monoenergetisch. Und das bedeutet, wir hatten dort allein Investitionskostenersparnis und für ja, solchen geringen Jahreswärmeerzeugungsanteil von 5 bis 10% kann man dies hinterfragen. Da kommen wir eigentlich auch zu dem Resümee im letzten Punkt. Notwendig, Spitzenlast-Wärmeerzeuger zu erörtern, ob es überhaupt gegebenenfalls notwendig ist, für einen gewissen marginalen Anteil hohe Investitionskosten zu tätigen. Das ist alles in Relation zu sehen mit den Vorlauftemperaturen, ob das sinnvoll erscheint und ob wir die Investitionskosten nicht lieber in die Effizienz hineinpacken sollen, wie in die Effizienz vielleicht von einer Kellerdeckendämmung oder einer Geschossdeckendämmung, was ohnehin eine absolute Empfehlung ist, um weiter runterzukommen, oder in regenerative Energien hineinzustecken, also sprich Investitionskosten für einen Spitzenlastwärmeerzeuger lieber aufs Dach zu packen, für eine Photovoltaikanlage, um so noch mehr ökonomische und ökologische Vorteile zu generieren. Vielen Dank für die 10 Minuten. Super, vielen Dank. Und jetzt können wir auch direkt in die Fragen einsteigen. Ich glaube, Raphael, du kannst deine Präsentation, genau, dann sehen wir uns nämlich wieder besser. Okay, und ich habe auch schon die erste Frage von Rolf Jan. Er hat jetzt nicht gesagt Video, deswegen lese ich die einfach mal vor. Ganz einfache Frage zu Beginn. Wie finde ich einen guten Energieberater? Jürgen, Raphael. Ganz, ganz einfach, indem Sie Ihre Nachbarn, Freunde und so weiter fragen. Also der erste Ansatz ist mal, nehmen Sie die Energieeffizienz-Expertenliste, da wissen Sie wenigstens, dass die Ausbildung vorhanden ist. Und Beratung, sage ich immer, ist ja so ein bisschen Bibelbusiness, wie man Neudeutsch sagt. Also die Nasen müssen zusammenpassen, um das vereinfacht zu sagen. Und ich sage immer, Leute, fragt nach guten Erfahrungen im Bekanntenkreis, am Stammtisch und überall. Ich denke, die zwei Sachen zusammen und dann klappt es. Gehe ich auf jeden Fall mit. Das ist auf jeden Fall Gold wert, wenn man im Bekanntenkreis jemanden schon kennt und gute Erfahrungswerte hat.
Genau, aber wenn das eben nicht der Fall ist, dann muss ich einfach. Die öffentliche Expertenliste einmal durchgehen, also Energieeffizienz-Expertenliste, einfach bei der Suchmaschine einmal eingeben und dann kommt man eigentlich direkt darauf, da gibt man seinen Postleitzahl an und man findet dann ja 5 oder 10 Energieeffizienzexperten. Geht man eigentlich meistens auf die Internetseiten, schaut sich dies erstmal an, was für Leistungen dort angeboten werden. Ja, würde ich Okay. schon sagen, dass das der übliche Weg ist. Okay. Mein Tipp da noch, eine Ergänzung noch, da trauen Sie sich, wenn die Zusammenarbeit nicht klappt, ja, dann nehmen Sie jemand anderen, sonst wird es wirklich nichts, ja, weil ich habe auch selbst, ich rate manchen dann, mit uns beiden klappt es nicht, ne? Ja, das ist vielleicht wirklich auch noch mal ein guter Hinweis, dass genau, kann man ja ganz freundlich rüberbringen. Manchmal passt es einfach nicht und man muss ja dann doch relativ viel miteinander auch besprechen. Von daher wahrscheinlich ein ganz guter Hinweis. Gut, wir kommen schon zur zweiten Frage. Die kommt von Till Gerlach. Macht es Sinn, eine schon vorhandene, relativ neue Gasheizung Rhein-Enthaus von Ende der 90er Jahre mit einer Wärmepumpe nachzurüsten? Raphael? Also ja, würde ich schon sehen. Und das waren in letzter Zeit jetzt auch einige Anfragen, wo Gasheizungen in den letzten 5 Jahren irgendwie installiert wurden. Wenn das Budget existiert, würde ich es auf jeden Fall nachrüsten und ergänzen. Ich sage jetzt nicht unbedingt, dass die Gasheizung sofort stillgelegt werden soll, aber wieso sollte man nicht einfach diese Vorteile jetzt schon nutzen? Wieso sollte man jetzt auf die 15 Jahre warten und nicht diese bestehenden Vorteile der freien Energie nicht jetzt schon mal in den nächsten 15 Jahren nutzen? Ist halt eine Budgetfrage. Würdest du auch so sehen, Jürgen? Ökologisch, ja, ökonomisch ist es wie beim Raphael. Ich hatte wirklich auch schon den Fall, dass ich einen Kunden hatte, der eine Gasheizung, die gerade installiert wurde, wieder ausbauen hat lassen. Ja, das war gerade so zum Ukraine-Krieg. Das ist natürlich wirtschaftlich und selbst ökologisch kann man sich da überlegen, ob das Sinn macht. Ja. Aber ansonsten, wenn Sie es tun, machen Sie es eher früher wie später. Ja, genau. Das macht auf jeden Fall Sinn. Gut, dann sind wir bei der dritten Frage von Bärbel Misch. Sie fragt: Unser Vorgarten ist sehr klein. Wie groß ist eine Wärmepumpe circa für eine beheizbare Fläche von circa 450 Quadratmetern? Also tatsächlich die physische Größe. Wenn es ein Monoblock sein soll, Monoblock ist ja, dass die ganze Wärmepumpentechnik wirklich außen steht und dann nur die Wärme reingeführt wird in den Keller, in den Pufferspeicher oder Kombispeicher. Dann ist so ein solcher Monoblock ein Kühlschrank, der dort steht, 1,60 Meter hoch, also in dem Umfang sozusagen wie ein Kühlschrank und 1,50 Meter, 1,60 Meter hoch. Es hat natürlich viel Gehäuse drumherum. Wenn es jetzt ein Split-Modul ist, also wo nur ein Teil der Wärmepumpentechnologie draußen steht und dann das Kältemittel hineingebracht wird und die Expansion, die Wärmeübertragung im Keller geschieht, dann ist doch deutlich kleiner. Für 450 Quadratmeter ist aber schon eine Hausnummer. Ich würde sagen, so groß wie ein Schreibtisch, nur höher. Okay. 450. Und es kommt da so ein bisschen, um den Raphael da nicht ins Wort zu fallen, auf die Bauart an. Es gibt heute Hersteller, die bauen schlank und hoch. Und es gibt da Hersteller, die bauen in die Breite und hoch. Also man kann es nicht ganz pauschal sagen. Aber 450 Quadratmeter, sage ich mal, ein Schreibtisch und 1,50 Meter hoch, 1,60 Meter hoch, wird funktionieren. Ja. Kommt es wirklich auf den energetischen Standard an und wie viel Heizleistung, Nennleistung die Wärmepumpe erbringen muss. Wenn es halt natürlich ein geringer Standard ist, dann ist auch die Wärmepumpe deutlich geringer, aber 450 plus nochmal energetisch höherem Standard kann das doch schon so ein Schreibtisch sein, vielleicht ja. Okay, gut, vielen Dank. Dann sind wir bei der nächsten Frage, die gerade weggerutscht ist, jetzt von Herrn Klaus-Peter Bayer.
Er fragt, unser Haus, Baujahr 1994, hat keine Fußbodenheizung und ist nicht sonderlich gut gedämmt. Welche Möglichkeiten gibt es? Die Frage richtet sich an Herrn Leppig, an Jürgen. Das ist relativ einfach. Ein 94er Haus ist an sich schon mal vom Wärmestandard her recht gut gebaut. Ja? Also ich habe selber eines und habe es verkauft. Deshalb, wenn du damals nach der Wärmeschutzverordnung oder nach dem GEG gebaut hast, dann nach der NF vielmehr, die war ja damals noch, sorry, dann hast du schon mal eine relativ gute Basis. Und dann gibt es immer einen Hinweis, und den hatte ich jetzt auch mit meinem Hauskäufer, das Haus war 94. Ich habe ihm vor dem Winter gesagt, probier doch einfach mal aus, die Vorlauftemperatur so weit zu senken, dass dein Badezimmer noch warm wird und dass die restlichen Zimmer, die du nutzt, so warm werden, wie du dir das vorstellst. Und da kommt meistens erstaunlicherweise raus, dass man da mit Vorlauftemperaturen von 50, 55 Grad, je nachdem, wo man wohnt. Man muss dazu sagen, wir wohnen in einem Flusstal, da ist es per se etwas wärmer. Dann probieren Sie das aus, und Wärmepumpen, die heute verkauft werden, die kommen mit Vorlauftemperaturen in der Region 50 bis 60 Grad mit Propangas, umweltfreundlich, super gut zurecht und haben wirklich sehr, sehr gute Wirkungsgrade. Also dieser COP, den vorhin Raphael gezeigt hat, der ist dann wirklich in der Richtung von 4, und es gibt auch heute sogar schon Wärmepumpen, die noch besser sind. Okay, also auch bei in dem Fall Wärmepumpe eine Option. Sicher. Ist ja immer so der Mythos, der sich immer so stark hält im Bestandsgebäude. Und wenn es noch ein bisschen älter ist, dann geht das alles gar nicht. Aber das ist, dem wollen wir auch mit der Bürgersprechstunde ein Stück weit was entgegensetzen und aufklären, dass es nicht der Fall ist. Gut, die nächste Frage von Herrn Christoph Wolf. Benötige ich bei der Umstellung auf eine Wärmepumpe zusätzlich einen Pufferspeicher oder reicht ein Speicher zur Wassererwärmung? Da würde ich eigentlich meinem, also es gibt dort verschiedene Meinungen, aber in der letzten Zeit ist wirklich die Tendenz dazu, dass einfach ein Pufferspeicher bzw. ein Kombispeicher immer dabei sein sollte. Da bin ich auch fest davon überzeugt, weil es mehr Potenzial einfach bietet. Eine Wärmepumpe ist nicht eine, in meinen Auslegungen ist es auf jeden Fall nicht eine Wärmepumpe, ein 1 zu 1 direkt Wärmeerzeuger, also sprich, wenn ich jetzt gerade die Wärme benötige, Heizkörper aufdrehe und duschen gehe, soll nicht die Wärmepumpe anspringen und mir diese Wärme erzeugen, wie eine Gastherme es zuvor war. Es sollte immer speichergeführt sein. Also eine Wärmepumpe sollte im Idealfall am Mittag, wo dann die Außenlufttemperaturen auch höher sind, 2, 3 Stunden durchlaufen, einen Pufferspeicher befüllen mit 400 Liter und dass diese Wärme einfach am Abend abgenommen wird. Das bietet nochmal einen Vorteil, dass einfach, wenn dann eine PV-Anlage irgendwann noch dazu kommt, dieser PV-Strom, der mittags aufs Dach scheint, genutzt wird für die Wärmepumpe und in den Pufferspeicher geführt wird. Sozusagen nicht ein elektrischer Stromspeicher, sondern ein physischer Speicher von Energie. Und da sehe ich einfach mehr Vorteil, das so zu betreiben. Das fördert auch einfach die Langlebigkeit einer Wärmepumpe. Kann ich definitiv dem Raphael recht geben. Also gerade das ist das Thema, was wir gerade mit Forschungsgeldern machen. Also weg von der klassischen Denke in der Heizung, dass wir jetzt bei der Heizung ja so vorgehen, wir gehen abends, wenn es kalt ist, in die Wohnung, dann sagt der Raumthermostat oder das Thermostat von dem Heizkörper, ich brauche jetzt Wärme, und dann erzeugt die Heizung die Wärme. Da müssen wir uns bei der Wärmepumpe, gerade speziell bei der Luftwärmepumpe, davon lösen. Weil es gibt da Untersuchungen darüber, wenn du die Erzeugung der Wärme von der Wärmeabgabe trennst, kannst du in der Effizienz so in etwa 20% einen besseren Wirkungsgrad geben. Und da gibt es jetzt, um vielleicht meinen Horizont so ein bisschen zu erweitern, nicht nur den wassergeführten Pufferspeicher, sondern wir haben gerade in alten Häusern, haben wir ja gerade 70er-Jahre-Häuser, viele Betondecken drin. Da kann man heute mit Technik die Betondecke, die vorhanden ist, als Speicher nutzen und kann da quasi einen zweilagigen
Wärmesystem einbauen. Also eines davon ist Speicher und eines ist dann die Wärmeabgabe über eine Flächenheizung. So Dinge machen wir gerade und gucken, wie effizient das Ganze ist. Und um dem Raphael da auch nochmal zu helfen, eine Wärmepumpe, da muss man sich vorstellen, die erzeugt, wenn sie Wärme macht, hohe Temperaturen. Und wenn Sie jetzt keinen Pufferspeicher haben, also keine Möglichkeit, dass sich Ihr Kompressor wirklich entspannt, weil wir ganz hohe Temperaturunterschiede haben. Wir haben 1000 Minusgrade und drin haben wir ein paar hundert Grad auf dem Kompressor drauf, dann geht die Wärmepumpe schneller kaputt. Und deshalb ist es sinnvoll, einen Puffer zu haben. Jetzt gibt es ein paar Heizungsbauer bei uns in der Gegend, die erzählen dann, dann nehmen wir eine Flächenheizung dazu. Da muss man dann schauen in der Übergangszeit, wenn die Sonne so ein bisschen scheint, dann wird der Raum warm und ihr Puffer ist weg, weil die Ventile zumachen. Also ich bin totaler der gleichen Meinung wie der Raphael, ein kleiner Pufferspeicher, 300 Liter, 400 Liter genügt und dann ansonsten mal rechnen, wie viel Wärmebedarf habe ich denn? Kann ich die Erzeugung bei der Luftmaschine in die wärmeren Stunden des Tages legen? Und dann wird eine Wärmepumpe hocheffizient. Super, vielen Dank. Vielleicht noch mal eine kleine Zwischenbemerkung. Trauen Sie sich gerne, Ihre Fragen auch selbst zu stellen. Wir freuen uns eigentlich immer sehr, wenn Leute sich auch zuschalten. Bisher hatten wir aber noch keine einzige Person, die gesagt hat, ja, mit Video mache ich das gerne. Also machen Sie das sehr gerne. Wir freuen uns darüber, weil es dann auch so ein bisschen, genau, noch mal so ein bisschen näher dran ist. Genau, deswegen machen Sie das sehr gerne. Und zweitens, ich sehe, dass ganz viele in den Chat die Fragen stellen. Sie sehen den Chat und daneben ist F und A. Und es wäre für meine Kollegen, die im Hintergrund hier massiv rödeln, um alle ihre Fragen aufzunehmen, viel, viel einfacher, wenn Sie die Fragen direkt in den F und A-Chat stellen. Dann wird es ein bisschen einfacher, da auch möglichst viele von Ihren Fragen wirklich im Blick zu behalten und möglichst viele davon zu beantworten. Okay, wir kommen zur nächsten Frage von Boris Schlotthauer. Er fragt: Ich habe 1995 im Zuge einer Sanierung eines nun über 100 Jahre alten Backsteinhauses die Innendämmung in Eigenarbeit durchgeführt. In Klammern Geschossdecken, Wände mit Holzverlattung, 2 cm Steinwolle und Rigipsplatten. Ist eine solche Eigenleistung auch bei einer Fassadendämmung? Einfache rückwärtige Wände ohne Fenster möglich. Welches Dämmsystem würde dies am besten ermöglichen? Raphael, wenn du möchtest. Also müsste ich noch ein bisschen mehr, denke ich, zum Haus wissen, weil Sie haben jetzt eine Innendämmung gemacht und reden jetzt dann über eine Fassadendämmung. Also ich gehe davon aus, dass Sie dann etwas an der Außenfassade denken, also eine Außendämmung wäre ein Wärmedämmverbundsystem, was man sagt, wenn es jetzt darum geht, dass das Backsteinhaus jetzt keine besonders erhaltenswerte Bausubstanz ist oder ein Baudenkmal, dann wäre sowas möglich und dann müssten wir jetzt dann wirklich mal schauen, wo denn dann der Tauwasserausfall wäre. Also mal das Ganze beleuchten, entweder mit der thermodynamischen Simulation oder mit dem Glaser, wenn es funktioniert. Weil Innendämmung ist dann schon schwierig, wenn die da ist. Also es gibt da viele Möglichkeiten, aber da müsste man wirklich mal genau auf das Gebäude schauen. Aber möglich ist viel, viel mehr, wie man denkt. Okay, genau. Also wir sind natürlich als Umweltverband, sage ich das gerne noch mit dazu, immer setzen uns natürlich dafür ein, dass möglichst nachhaltige Produkte zum Einsatz kommen, die möglichst kreislauffähig sind. Also so eine Wärmeverbunddämmung mit Styropor würde man jetzt so aus ökologischer Sicht sagen, weiß ich jetzt nicht, ob es die beste Idee ist. Ich will es nicht verteufeln, weil es manchmal auch eine gute Lösung ist und sicherlich auch zum Einsatz kommen darf. Es ist nicht so, dass wir das kategorisch ablehnen, aber man kann sich durchaus erkundigen, welche nachhaltigen Produkte es gibt aus Holzwolle und ähnliche Dinge. Gut, wir kommen zur nächsten Frage. Die kommt von Herrn Herbert Jans an Raphael. Wird der Einspareffekt des hydraulischen Abgleichs nicht überbewertet? Eigentlich braucht man einen dynamischen und keinen statischen Abgleich. Ja, also in den Fachkreisen definitiv wird vielleicht der sind die Meinungen auseinanderdriftend. Nichtsdestotrotz, wenn man bei so vielen Objekten unterwegs ist und so viele Heizungsanlagen betrachtet, überdimensionierte Heizkörper, unterdimensionierte Heizkörper,
ungeregelte Heizkörper, hohe Vorlauftemperaturen, da sehe ich einfach einen enormen Sanierungsstau. Und wir können mit der Heizungsoptimierung, nehmen wir jetzt mal die Begrifflichkeit Heizungsoptimierung, deutlich Energie einsparen. Nicht betrachtet jetzt auf den Einzelnen vielleicht, da sind es in Anführungszeichen nur 10%, das ist immerhin auch etwas, aber nichtsdestotrotz gesellschaftlich ist dort ein Effekt zu bewirken. Und ich bin voll und ganz überzeugt, diesen Sanierungsstau müssen wir jetzt endlich mal aufheben. Und das ist jetzt unabhängig von welchem Wärmeerzeuger, ob es jetzt Biomasse, Wärmepumpe oder eine Gasheizung ist, die noch irgendwie vor 3 Jahren eingebaut wurde. Wir müssen dort rangehen. Es kann nicht sein, dass alles einfach so ungeregelt eingebaut wurde, mit doppeltem Puffer, dass es bloß ja warm wird, damit auch nie eine negative Resonanz hineinkommt. Und diese Zeiten, meines Erachtens, sind die vorbei. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sanierungsfahrplan erstelle für ein Einfamilienhaus oder ein Mehrfamilienhaus, kann ich dieses Gebäudemodell weiterverwenden, um halt eine Heizlastberechnung zu erstellen und halt auch die Heizungsoptimierung zu berechnen. Ja, der hydraulische Abgleich ist nicht perfekt, aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall ein Anlass, das Ganze mal zu erörtern, und ich bin da überzeugt, dass da auf jeden Fall ein Effekt generiert wird. Ja, ich denke ich auch, dass der hydraulische Abgleich auf jeden Fall eine gute Idee ist. Das durchzuführen ist eigentlich auch nachgewiesen, wie Raphael auch sagt. Gut, die nächste Frage kommt von Ramona Seilnacht und sie möchte sie selbst stellen. Das freut mich sehr. Dann warten wir kurz, bis genau, sie erscheint mit ihrer Kachel und ihre Frage selbst stellen kann. Im Übrigen fragen wir auch im Chat immer noch diejenigen nach, die es jetzt noch nicht dazu geschrieben haben, ob mit Video oder nicht, ob sie mit Video das machen wollen. Sie können dann gerne, wenn Sie wissen, darauf antworten. Jetzt ist Frau Seilnacht da. Wenn Sie sich dann sozusagen das Kamerabild anmachen und entstummen, dann stellen Sie die Frage dann. Jetzt sehen wir Sie. Und jetzt wahrscheinlich hören wir Sie auch. Ja, genau. Hallo und danke für die Gelegenheit. Meine Frage ist, wir haben eine 12 Jahre alte Gasbrennwertheizung und in einem unsanierten Haus von 1962 und wir haben auch noch nichts auf dem Dach drauf. Aber ich frage mich, also ich weiß, es gibt da so hybride Systeme, da kann ich an einen Pufferspeicher alles anschließen, meine Gasbrennwertheizung, eine Wärmepumpe, die dann vielleicht noch kommt, Solarthermie und auch PV. Jetzt frage ich aber, wie nutze ich mein Dach? Mache ich das jetzt mit PV voll oder setze ich da noch Solarthermie dazu rein? Wer soll Ja. antworten? Okay, dann mache ich es ja. Also, das ist so ein bisschen eine Glaubensfrage, ne? Da gibt es jetzt wieder einen Schwarz und Weiß. Da müsste man über das Gebäude noch ein bisschen was wissen. Also, sinnvoll ist immer, wenn ich, sag mal, einen Pufferspeicher habe und kann jetzt Ihre Gasbrennwerttherme weiter nutzen. Das hilft immer so ein bisschen, dieses Gefühl, wenn es richtig kalt wird, habe ich immer noch eine Heizung, die auch funktioniert. Was manche Leute wirklich wollen, das ist auch okay, da kann ich mit leben. Da muss man dann immer dran denken. Ich habe aber die Kosten für die Heizung. Das ist der Kaminkehrer bei der Gasheizung. Ich habe die monatlichen Kosten für den Gaszähler. Und wenn man das dann zusammenzählt, dann sage ich immer in der Beratung, wenn Sie dann mal 10 Jahre schauen, wann war es das letzte Mal knackig kalt, dass die Wärmepumpe als Tauchsieder arbeiten musste, also 1:1, dann können Sie, wenn Sie mal das zusammentun, würde ich sagen, kann man sie weglassen, die Gasheizung. Aber wenn die jemand mag, gar kein Problem damit. So, jetzt Solarthermie oder Photovoltaik? Bei Solarthermie haben Sie den Vorteil in Anführungszeichen, dass Sie über die Fläche die meiste Energie rausbekommen. Also ein Quadratmeter Solarthermie kann viel mehr Wärme erzeugen wie Photovoltaik. Allerdings habe ich einen Wasserkreislauf, den muss ich erstmal warm machen. Und ich brauche also längere Zeit, eine Wärme, die ansteht. Und dann kommt es immer darauf an, was mache ich damit. Wenn ich die benutze, nur um den Pufferspeicher etwas zu erwärmen, da kommt ziemlich oft Wärme runter, was man unterschätzt. Da kommt sogar noch Wärme runter, wenn Sie die Sonne gar nicht sehen.
Und auf der anderen Seite bei Photovoltaik ist halt, wenn ein bisschen Einstrahlung da ist, dann ist es in Lichtgeschwindigkeit im Speicher, ne? Wenn es genügend ist. Also da muss man wirklich dann auch so ein bisschen die Gewohnheiten, ne? Bin ich zu Hause, dusche ich viel, die Sachen abklären. Und dann kann man im Prinzip beides machen. Ich sage dann immer, wenn ich eh eine Wärmepumpe habe und habe Photovoltaik, dann wäre es so sinnvoll, wenn ich gerade in der Übergangszeit, nämlich dann, wo ich es brauche, vielleicht die Wärmepumpe noch nutzen kann und mache aus einem Kilowatt selber erzeugten Strom mehrere Kilowatt Wärme. Ja, das ist so meine Philosophie, aber da gibt es unterschiedliche Meinungen. Der Solateur verkauft Ihnen lieber einen Heizstab und der Heizungsbauer verkauft Ihnen meistens lieber seine Wärmepumpe dazu. Das ist auch okay so. Da müssen wir ein bisschen mehr wissen über Sie und über das Gebäude. Okay, vielen Dank. Was ich Alles nur gut. mitgeben würde an der Stelle, ist, dass man Solarthermie, also ich bin ein absoluter Fan von der Solarthermie, weil einfach die Technik simpel einfach ist und ein wahrer Charakter ist von freier Energie, die man da nutzen kann. Also ich finde das eine wundervolle Technik. Zukünftig, egal welcher Wärmeerzeuger dann vielleicht umgestellt wird oder sonst irgendwie, es beißt sich nicht. Also Solarthermie können Sie eigentlich installieren, wenn dann eine Wärmepumpe oder das Gebäude an der thermischen Höhe noch optimiert wird und dann eine monoenergetische Wärmepumpe, also nur eine Wärmepumpe, das Ganze beheizt, beißt sich nicht diese Technik. Also das finde ich auch nochmal wichtig zu betonen, dass einfach man sich da nichts verbaut. Dann ist halt die Wärmepumpe im Sommer stillgelegt sozusagen und nur Warmwasser wird komplett über die Solarthermieanlage erzeugt. Finde ich jetzt nicht verkehrt. Man müsste jetzt nur schauen, auf wie viel Dachfläche man sozusagen zur Verfügung hat. Ein paar Module von Solarthermie würde ich immer begrüßen und eine gut ausgelegte PV-Anlage, weil ich bin auch kein Fan von die ganzen Dächer einfach zuknallen, sondern es sollte vielleicht angemessen dimensioniert sein, je nachdem, was Jürgen eben meinte, wie ihr Verhalten ist. Genau. Mobilität, Wärmepumpe, Haushaltsstrom, das sollte man dann berücksichtigen, wie viel Peakleistung man auf dem Dach wirklich installieren will. Was Sie auch machen können, das kann man da nochmal ansprechen, es gibt auch eine Möglichkeit, dass Sie statt einer Luft-Wasser-Wärmepumpe eine Solewasserpumpe einbauen und Wärmepumpe und machen dann PVD-Kollektoren drauf. Das funktioniert auch wunderbar. Da haben Sie dann gerade die Thematik Reihenhäuser, Geräusche und sowas weg, weil eine Luftwärmepumpe, wenn die richtig Leistung bringen muss, dann gibt es Geräte, die sind ziemlich laut. Der Trend geht zwar gerade anders, Gott sei Dank. Ich habe eine bei mir, da laufe ich ab und zu vorbei und guck mal, ob die überhaupt an ist, weil die so leise ist, ne? Und da gibt es viele Möglichkeiten, aber PVDs wären auch so eine Möglichkeit. Also PVD für die, weil ich da immer technisch rede, ist ein einziges Modul, das Wärme und Strom gleichzeitig macht. Und die Wärme ist die Bezugsquelle für die Wärmepumpe. Das, Genau. ich will nicht klugscheißen, aber Nee, nee, für alles die gut. Leute ist einfach jetzt vielleicht das Ja. sinnvoll. Dafür seid ihr ja heute da, sozusagen. Frau Seilnacht, beantwortet das Ihre Frage zumindest erstmal so generell? Ja, ich kann damit was anfangen. Vielen Dank. Alles klar. Danke für die Frage. Dann kommen wir zur nächsten und auch die möchte der Herr Rolf Jahn selbst stellen und deswegen warten wir auf ihn, dass er hier auftaucht und seine Frage selbst stellt. Genau, da ist er auch schon. Und Sie können sich jetzt mit der Kamera zuschalten und dann auch entmuten, den Ton anmachen und Ihre Frage loswerden. Genau, jetzt warten wir noch, ob das klappt. Jetzt. Funktioniert es jetzt? Der Ton, wir hören Sie jetzt, ja. Die Kamera habe ich noch nicht gefunden. Tut mir leid. Naja, ja. Stimmt, wir hören Sie. Meine Frage ist, erstmal der Stand ist 1987 die berühmte Doppelhaushälfte, zwei Stockwerke gebaut. Und wir haben vor 10 Jahren etwa die Ölheizung erneuern lassen mit plus Solarthermie.
Ich bin dabei, viele kleinere oder mittlere Maßnahmen zu ergreifen, zum Beispiel individuelle Heizkörperregelung mit Homematic wird ganz bedarfsgerecht gesteuert. Ich versuche, die Heizung selbst zu optimieren, indem ich die Heizungsregelungseinstellung da versuche so zu machen, dass es dem Komfort entspricht. Und habe auch gemessen, dass im Letz die Vorlauftemperatur über den letzten Winter gemessen und die ist bis auf die Warmwasserbereitung nie höher über diese berühmten 55 Grad gegangen. Jetzt ist meine Fragestellung, ich möchte also zum einen das Obergeschoss durch Einblastechnik dämmen lassen, möglicherweise. Und ist eine Wärmepumpe in diesem Konzert, kann man da eine Hybridanlage aufbauen, die eben die Wärme in der entsprechenden Zeit, Heizungswärme liefert, aber bei Spitzen, dass da kein Strom gebraucht wird, um warm Wasser zu machen, dass da die Ölheizung, die immerhin noch ein paar Jahre laufen kann, genutzt werden kann. Also Dämmsacktechnik ist für mich eine Fragestellung und eben diese Hybridanlage, bestehende Öl, Solarthermie, ist es sinnvoll, eine Wärmepumpe da dazu zu setzen? Jetzt nochmal eine Frage. Das Obergeschoss, meinen Sie jetzt die Wand, soll, also zweischaliges Mauerwerk, soll dann mit einer Einblasdämmung verfüllt werden oder die Dachflächen vom Obergeschoss? Das Dachobergeschoss soll verfüllt werden. Da gibt es ja wohl so Verfahren, wo man das einfach einblasen kann. Also muss man nicht das ganze Dach abdecken, sondern man lässt das ein und in die Schrägen, das hat da oben Schrägen, kann man irgendwie so Säcke ausblasen, die dann die Dämmung bewirken. Also zunächst erstmal, ich finde es schön zu hören, dass Sie sich selber damit beschäftigt haben, das Ganze irgendwie zu optimieren und das auch scheinbar geschafft haben, die Vorlauftemperatur weit runterzubekommen. Bezüglich dem Wärmeerzeuger, ja, die Heizölheizung, Wärmeerzeuger könnte jetzt noch für die Spitzen benutzt werden. Man sollte, wenn dann jetzt eine Wärmepumpe vorgesehen ist, was man ja auch begrüßen kann, sollte man achten, dass die so ausgelegt ist, dass sie, wenn der fossile Verbrenner in 5 oder 10 Jahren komplett stillgelegt wird, die Wärmepumpe monoenergetisch, also sprich alleinstehend, Ja, Wärme erzeugen verstehe. kann bis zu -6 Grad und dann einen Backup-Heizstab, die notwendige Wärme erzeugt. Da könnte man dann, also es hört sich erstmal gut an, dass sie bei 55 Grad Vorlauftemperatur angekommen sind. Das hört sich erstmal nach vernünftigen Heizkörpern an. Dort könnte man vielleicht auch nochmal schauen, ob man den einen oder anderen optimieren kann, halt für die knackigsten Tage, Stunden. Das sind ja wirklich 40 bis 100 Stunden nur im Jahr, wo es dann wirklich so mal so knackig wird. Letztes Jahr war es im Dezember, wo es dann doch ein paar Tage irgendwie ein bisschen kälter wurde. Aber das war ja dann meistens nachts. Also es hört sich erstmal sehr, sehr positiv an, aber es sollte halt bedacht werden, wenn dann zukünftig was wegfällt, dass es halt durch einen Backup-Heizstab ja, gedeckt sein kann. Und da bin ich erstmal sehr, sehr zuversichtlich. Okay. Gut, ja, so war auch mein Plan eben. Und ja, hier gibt es zum Beispiel einen Heizkörper, den haben die direkt an die Außenwand geknallt. Den würde ich noch ein Stück vorsetzen lassen, vielleicht auch einen effizienteren einsetzen. Dann so kleinere Maßnahmen dahinter auch Dämmmaterial versehen. Also eine Menge kleinerer Sachen, durch auch den Heizraum. Also das Treppenhaus muss nicht geheizt werden. Das werde ich noch ein bisschen mit Thermovorhängen abdichten und la. Also in Summe denke ich, kommt das ganz gut eigentlich hin. Und Ihr Einwand, das war meine Grundidee. Klar, wenn die Ölanlage nicht mehr tut oder zeitgerecht ist, dann kann man völlig auf Wärmepumpe umschalten. Okay. Alles klar. Vielen Dank für Ihre Frage und wir machen jetzt weiter. Genau, Sie dürfen sich dann wieder umschalten. Gut, die nächste Frage kommt von Herrn Walter Nikitsch. Die Frage lese ich wieder vor. Die richtet sich an Herrn Leppig, an Jürgen. Bis Juni 2028 sollen auch Städte unter 100.000 Einwohnern nach dem Wärmeplanungsgesetz einen Wärmeplan erstellt haben. Dieser ist danach auch umzusetzen. Es stellt sich die Frage, ob dann ein kommunaler Anschlusszwang kommt.
Was passiert beispielsweise bei einer schon vorher installierten Wärmepumpe? Stichwort finanzielles Risiko bei Kommune und Verbraucher. Also, soweit mir bekannt ist, wird das Thema Anschlusszwang, sollte es nicht geben. Es ist schon mal ganz gut, weil du würdest ja dann Leute, die sich jetzt gerade mit einer Wärmepumpe beschäftigen, überfordern. Also wir haben, glaube ich, eher eine Herausforderung, wer kann bis 2028 überhaupt die ganze Planung machen, weil da laufen gerade die Drähte heiß, ja, weil auch Energieberater oder überhaupt Büros, die so eine Planung machen können, das kann kein gemeiner Energieberater, die sind rar und das ist ähnlich wie bei Handwerkern. Also ich würde jetzt keine Panik schieben, sondern der Wärmeplan hat ja mal die grundsätzliche Absicht, mal zu schauen, was wäre denn überhaupt möglich? Also wo sind meine Wärmequellen, wo sind meine Senken im Gebiet? Habe ich vielleicht eine Fabrik, die irgendwie technisch kühlt und in Wahrheit könnte man dann die Kühlwärme nehmen und könnte, also die Abwärme der Kühlanlage, die ganzjährig laufen muss, vielleicht in eine Schule tun. Solche Fragen sollen beantwortet werden. Wo lohnt sich ein Nahwärmenetz? Also da geht es mehr darum, was könnte ich denn überhaupt umsetzen? Und dann werden natürlich einige Gemeinden es tun. Manche sind schon ziemlich weit und wieder andere jammern jetzt schon, dass es eigentlich fast keine Planungskapazitäten gibt. Also, und es sind jetzt die großen Kommunen. Ne? Ich würde mich da jetzt nicht verrückt machen lassen. Es ist so eine Wärmeplanung, die hilft auf jeden Fall Ihnen in Ihrer Entscheidung, aber die wird Sie nicht enteignen und es wird kein zweiter Heizungshammer. Genau, auch der erste war kein richtiger Hammer. War überhaupt keiner, aber. Eingeredet, aber es war eigentlich nicht der Fall. Deswegen, das würde ich sehr, sehr stark unterstreichen wollen, was Jürgen gerade gesagt hat. Gut, die nächste Frage stellt Susanne Walter und sie stellt diese Frage auch selbst. Deswegen warten wir auf Frau Susanne Walter, damit sie ihre Frage stellen kann. Müsste hier auch gleich, genau, diese Sorge mit der kommunalen Wärmeplanung. Ich denke auch, die ist unbegründet. Jetzt sehen wir die Kachel schon mal und ja. Müsste beides funktionieren? Perfekt, wir sehen und hören Sie. Wunderbar, ich sitze ein bisschen zerzaust im Garten und habe jetzt gerade leider Gottes alles weggeschaltet, wo ich meine Frage gestellt hatte. Mal gucken, ob ich das wiederfinde. So, es geht um ein altes Haus, denkmalgeschützt. 320 Quadratmeter. Ich habe jetzt einiges in Sanierung gesteckt mit Doppelfenstern, Einblasdämmung der obersten Geschossdecke, Innendämmung der Dachgeschosswohnung. Es gibt keine Möglichkeit für PV, denke ich, weil die Garage, das Garagendach im Winter verschattet ist. Fassadendämmung nicht möglich, haben mir die Fachleute gesagt, weil unfassbar aufwendig. In dem Ding ist ein Gasbrennwertkessel. Der geschätzte Verbrauch dürfte trotz Sanierung jetzt mit einem 5-Personen-Haushalt und 2 kleinen Kindern, ich gehe mal von 50.000 bis 70.000 Kilowattstunden aus. Der lag mal bei über 100.000. Dann habe ich das so weit runtergekriegt jetzt. Was in Gottes Namen mache ich mit einem alten Haus, was auf Dauer weiter vermietet bleiben soll, ist mein Elternhaus. Meine Großeltern haben es gebaut. Ich möchte es furchtbar ungern verkaufen, aber es muss irgendwo finanziell ja auch im Rahmen bleiben, um es weiter heizen zu können. Und auch Stromkosten dürfen nicht komplett aus dem Ruder laufen. Was tun? Hybrid? Wärmepumpe? Was für eine? Speicher? Keine Ahnung. Was haben Sie für Decken in Ihrem Haus? Die Zwischendecke, die Geschossdecke, ist das Holz oder? Ja, mit einer ganz leichten Ascheeinblasdämmung. Deshalb okay. Kann man keine weitere mehr reinpusten, sagen ja, die mir das ja, verstopft. Vor allen Dingen, dann fällt die als Speicher aus. Das war so der erste Gedanke. Also wir machen bei solchen Dingen, ich habe gerade so ein Objekt laufen, allerdings haben sie leider jetzt schon eine Innendämmung. Also wir haben, da gibt es so ein großes Schmidt-Prinzip, heißt das. Das ist also jemand, der mit damals hohen Temperaturen hat er an der Außenwand quasi eine Temperierung gemacht. Ja, also die Außenwand dient nicht als Heizung. Und die Idee dahinter ist, wenn ich keine Außenwanddämmung machen kann und bei der Innendämmung auch vielleicht ein Problem habe, dann könnte ich dadurch, dass ich einen Baustoff trocken bekomme, den U-Wert erhöhen. Weil wir tun in Deutschland ja so, wie wenn alles trocken wäre. Ne? Also ein trockener Stein können Sie sich selber vorstellen, und ein trockenes Material dämmt auf jeden Fall mal besser wie nasses, ne? Weil dann die Wärmeleitung höher ist. Und so Dinge könnte man tun. Das ist allerdings, wie will ich sagen, ja, etwas teurer, in Anführungszeichen. Aber dann können Sie auch mit einer
mit einer Heizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen das Gebäude warm bekommen. Aber ansonsten wäre so eine Möglichkeit Hybrid, wie wir es vorhin hatten, also zwei Heizquellen. Und in den Zeiten, wo der Strom, und da gibt es heute Managementsysteme, die machen das automatisch, da geben sie nur noch ihren Strompreis ein und ihren Preis für die zweite Wärmequelle. Und dann entscheiden die selbstständig in Abhängigkeit von der Außentemperatur, wann welche Wärmequelle alleine läuft oder wann laufen die zusammen oder wann machen die warm Wasser. Da könnten sie dann nochmal runterkommen. Und ich bin jetzt gerade nebenher noch am Rechnen, weil Sie haben mir erzählt, Sie haben 60.000 Kilowattstunden. Wenn ich die mal. Jetzt, das Haus ist seit Februar vermietet nach der Sanierung, also nach Vorsatzscheiben, die ich habe anbringen lassen, Kälteschutztüren, wie gesagt, Innendämmung, Geschossdecke, weil das von außen verschiefert ist. Haben Sie so bei 60.000 haben Sie eine Heizlast von in etwa 37 kW, ne? Das ist schon ein Watt, weil man kann die 60.000 durch 1.000, also ihren Verbrauch, und da müssten wir jetzt die Personen noch fairerweise abziehen für Warmwasser, und dann teilt man die so in etwa durch 1.600, dann haben Sie einen Anhaltswert, wie groß der Wärmeerzeuger sein müsste, dass Ihr Haus funktioniert. Das ist immer so ein erster Anhaltspunkt, wenn man es nicht detailliert hat. Aber ich würde dann schauen, ob ich eine Hybridheizung machen könnte, indem ich Wärmepumpe nutze, klar, weil ich glaube, es wird kein Weg dran vorbeigehen, dass wir in die Richtung gehen. Und dann muss man halt schauen, darf ich dort eine Luftwärmepumpe, kann ich die wegen der Geräuschkulisse aufstellen? Da Der müssen wir. Garten ist groß genug, das wäre mit Sicherheit kein Problem. Und Freunde haben welche, die hört man nicht mal, die Dinger. Aber Ja, die Frage genau, ist die einfach, sind. gibt es überhaupt Wärmepumpen, die das leisten und läuft Ja. man dann in exorbitante Stromkosten rein? Denn die müssen dann auch wieder die Mieter zahlen und paff, bin ich die Mieter wieder los in der Stadt, wo der Mietspiegel nicht so wahnsinnig hohe Mieten hergibt und der Raphael Kredit hat für ja die Sanierung läuft vorhin noch schon nicht. gezeigt, ne, mit der Tabelle, also diese neueren Wärmepumpen, die gerade die R290-Maschinen, also die mit Propangas laufen als Kältemittel, die sind so effizient mittlerweile geworden, ne, dass selbst an kälteren Temperaturen draußen immer noch im Vergleich zu Öl und Gas eine Parität oder nahezu eine Parität herrscht. Und wir haben, wie es der Raphael vorhin so schön gezeigt hat, wir reden ja immer über diese 20% der richtig kalten, knackig kalten Tage, und 80% unserer Wärme, 80% der Heizperiode laufen die Maschinen aber so im 20%-Bereich, ne? Also mal übertrieben, ne? Und es ist ähnlich wie die Diskussion mit E-Mobilität. Wir reden immer darüber, dass wir 1.500 Kilometer am Stück fahren wollen, aber in Wahrheit fahren wir 40 Kilometer am Tag. So ist Und es. ähnlich, so ist es mit der Wärmepumpe. Also nur, ich ermutige Sie jetzt wirklich, mal gucken, was haben Sie für Vorlauftemperatur, und machen Sie ein Hybridsystem. Die Wärmepumpe wird sehr, sehr viel Ihrer Heizperiode abdecken können. Und das zu einem wirklich guten Preis, selbst mit Wärmepumpenstrom und dann auch ökologisch. Speicher? Ja, auf jeden Fall, wenn es geht. Also wenn Sie eine Möglichkeit haben, gerade wenn Sie eine Luftmaschine nehmen, dass Sie einen Pufferspeicher haben, da müssten wir dann mal wirklich rechnen, dass Sie tagsüber in den wärmeren Stunden, wie wir es vorhin schon ein paar Mal gesagt haben, die Wärme erzeugen. Weil kann man sich selber vorstellen, also wir haben so eine Simulation bei mir im Haus gemacht, wir können über 20% sparen, indem man nur in die wärmeren Stunden des Tages reingeht. Also gerade im Winter, ne, da hast du halt nachts ist es kalt und tagsüber ist es immer etwas wärmer. Und wenn es nur ein paar Grad sind, weil man muss immer dran denken, ein Kelvin Wärme, wie wir im Terminus Technicus sagen, also ein Grad, was die Wärmepumpe mehr anheben muss, sind 2 bis 2,5% Strom, also Energiekosten, die sie reinstecken müssen. Also jedes Grad, was wir runterkommen, bringt unheimlich viel. Okay. Danke für die Tipps. Dürfte ich noch einen Punkt ergänzen? Ja. Lüftungsanlagen. Das würde ich Jo. eigentlich auch beim Denkmal, also weil Sie gerade das Haus so beschrieben hatten, hatte ich jetzt so einfach ein Bild vor Augen von den typischen Berliner älteren Gebäuden, die auch unter Denkmalschutz stehen. Lüftungsverluste finde ich dann doch bei älteren Gebäuden mit hohen
Geschossdeckenhöhen, mit einem hohen Raumvolumen einfach doch auch doch relevant zu betrachten, einmal zu erörtern, ob da vielleicht die Möglichkeit besteht, eine Abluftanlage mit dahinter geschalteten Wärmepumpe, eine Zu- und Abluft mit Wärmerückgewinnung irgendwie Sinn macht, was dann natürlich auch in der Anlagentechnik sich widerspiegeln würde, also sprich eine Heizlast. Und noch eine kleine Ergänzung zu den 37 kW Heizlast. Also eine Wärmepumpe, wenn es eine bivalente Anlage ist, sprechen wir dann über eine Wärmepumpe, die die Grundlast abdeckt von ungefähr 10 kW. Also das ist dann wiederum eine relativ normal dimensionierte Wärmepumpe, die aber wirklich also die besagten 65% Jahreswärmeerzeugung mindestens übernimmt. Da besteht ein enormer Vorteil einfach. Und eines möchte ich dann noch sagen, danke für den Hinweis. Also wenn Sie mal diese, wir sprechen immer von vermeidbaren Abwärmeverlusten, ne? Also gerade durch die Lüftung, ne? Und wenn Sie da mal wissen wollen, wie sowas funktioniert, googeln Sie doch mal, da gibt es vom ITG eine Studie, da war ich daran beteiligt, gerade für Luftwärmepumpen, wo man sieht, dass diese Symbiose aus der Wärmelüftung, gerade mit Wärmerückgewinnung im Verhältnis zu der Luftwärmepumpe. Also dann immer, wenn die Luftwärmepumpe schlechter wird, weil es draußen kalt wird, dann wird die Wärmerückgewinnung in der Lüftungsanlage besser, weil der Temperaturunterschied am Wärmetauscher größer ist. Also es ist kein Hexenwerk, das ist ganz normale Physik. Und die beiden ergänzen sich. Und wir reden da jetzt, ich habe jetzt gerade der so im Ein- und Zweifamilienhaus, der natürlich ein bisschen kleiner ist, die Werte habe ich aber im Kopf, weil bei uns in der Gegend ist das der Standard quasi, da sind Häuser mit 5, 6 Wohneinheiten viel, in Berlin ist genau umgedreht. Und da ist es so, dass wir über 18-19% Wärme, also Heizungswärmeverluste durch eine Lüftungsanlage kompensieren können. Und was kostet so ein Ding? Da muss man jetzt wieder schauen. Also beim Einfamilienhaus reden wir über, sage ich jetzt mal, bis zu 10.000 Euro, je nach Technik. Aber die amortisieren sich locker, wenn sie die Förderung noch mitnehmen, die es da gibt für zwischen 15-20%. Oder wenn sie eine 35C, also die steuerliche Möglichkeit nutzen mit 20%, dann amortisieren die sich in relativ kurzer Zeit. Einfach mal in die Studie reingucken, da sind ein paar Dinge drin. Super, vielen Dank für diese interessante Frage, Frau Walter. Und wir machen direkt weiter. Und zwar mit einer Frage von Ina X an Herrn Rackwitz, an Raphael. Guten Tag, ich habe eine leere Klärgrube, eine Zisterne und ein überdachtes Becken von 1,7 Metern mal 4 Meter mal 8 Meter sowie 5 alte Solarthermiemodule auf dessen Dach um das Wohnhaus herum. Das Haus hat 220 Quadratmeter und im Wohnbereich Fußbodenheizung. Kann ich Kollektoren in den verschiedenen Becken installieren, insbesondere wenn ich das Becken im Sommer erwärme? Der Heizungsbauer kennt sich nur mit Luftwärmepumpen aus, nicht mit Wasser und hat ein entsprechendes Angebot erstellt. Definitiv ein interessanter Ansatz, aber das sind wirklich Sonderlösungen, würde ich mal so sagen. Mhm. Praktisch die Absorptionsfläche in eine Klärgrube hineinzupacken, das ist schon außergewöhnlich, physikalisch aber grundsätzlich plausibel, den Effekt aber zu berechnen. Da müssen wir wirklich in Studien durchblättern. Interessanter Ansatz, müssen wir aber wirklich detailliert nachgehen. Also Möglichkeit besteht, ich mache gerade so was Ähnliches, bei mir ist es keine Klärgrube, sondern bei mir ist es ein alter Keller, der aus statischen Gründen nicht mehr genutzt werden konnte und er sollte dann einfach zugemacht worden und da hat sich bei mir dann so innen alles dagegen gewehrt und der Statiker kam an und sagt, also wenn, dann muss dann Beton reingebracht werden und ich habe jetzt 43 Kubikmeter Beton. Und da habe ich dann Schlangen reingelegt und die nutze ich dann als Speicher. Und ich bin erstaunt, wie lange man die Temperatur nimmt. Und das ist die Wärmequelle für meine Wärmepumpe. Also eine derer. Okay, also das ist ein sehr individueller Fall, den man sich genauer betrachten müsste. Und vielleicht müsste sich die Frau X dann auch nochmal bei einem anderen Heizungsbauer informieren, der vielleicht noch ein bisschen mehr auch
Experimentierfreudig und kreativ unterwegs ist. Also gerne kann man sich nachfolgend nochmal austauschen. Also solche Projekte oder solche Sachen stößt wirklich auf Interesse, weil es einfach solche Sonderfälle sind. Ja. Und da eine Lösung zu finden, super interessant. Ja. Gut, also das heißt, Frau X, das war jetzt, glaube ich, gerade die Aufforderung, nochmal sich an Herrn Leppig oder Herrn Rackwitz zu wenden, wenn Sie das möchten. E-Mail-Adressen, weiß ich jetzt gar nicht. Zumindest sich mal fortfolgend auszutauschen, auch wenn das Projekt dann umgesetzt ist. Ich denke mal, das ist einfach ein schönes Vorhaben, was man durchaus mal nochmal kommunizieren kann. Okay. Ja, sehr, sehr gut. Gut, wir machen weiter. Und zwar kommt die nächste Frage von Wolfgang Bengtzen an beide oder an Herrn Leppich, keine Ahnung. Wir wohnen in einem 1992 gebauten WE-Haus. Weiß ich nicht, was das jetzt genau sein soll. Circa 1000 Quadratmeter auf zwei Ebenen, also ein Mehrfamilienhaus, würde ich mal sagen. Derzeit noch Ölheizung, kalter Speicherboden. Muss das Kaltdach gedämmt werden vor dem Einbau einer Wärmepumpe? Ja, da kommen wir eigentlich zu dem Punkt. Also ja, grundsätzlich würde ich schon sagen, also sollte gedämmt werden. Dennoch jetzt zu dem Punkt, konkreten Punkt, das ist ja dann wieder jetzt diese Konstellation des Raumwärmebedarfs. Also wie kann ich praktisch den Bedarf decken? Und dann würde ich mir die Heizkörper anschauen, dann würde man dort deutlich runterkommen können mit der Vorlufttemperatur. Tendenziell würde ich schon sagen, um wirklich den Effekt zu generieren, geringstmögliche Vorlauftemperatur mit den bestehenden Heizkörpern, also minimal invasiv vorzugehen, sollte zunächst erstmal das Haus immer effizienter werden. Und wenn die Möglichkeit besteht, dort diese Maßnahmen zu ergreifen, würde ich es deutlich empfehlen. Ja, klar. Ein Muss für eine Wärmepumpe, was ich eigentlich auch mit diesem Impulsvortrag wiedergeben wollte, ist, es ist nicht unbedingt der Knackpunkt der Wärmepumpe, sondern eher die Wärmeübergabe, diese Konstellation Wärmeübergabe, Raumwärmebedarf und dazwischen halt diese Vorlauftemperatur. Da das irgendwie auf die geringstmögliche Vorlauftemperatur hinzubekommen, da habe ich halt diese Variablen und ja, da wäre eine gute Dämmung der thermischen Hülle, angrenzenden thermischen Hülle, deutlich zu empfehlen, klar. Okay, genau, ja, würde ich auch denken, wenn man kann sanieren und eine Kaltdachsanierung macht ja auf jeden Fall Sinn, dann kann man theoretisch ja auch dieses nicht bewohnte Dach vielleicht irgendwann auch zur Wohnfläche machen, eventuell, wer weiß, ob sie gebraucht wird oder nicht, aber ist ja wahrscheinlich auch eine Frage, die ganz interessant sein könnte. Die nächste Frage will Dorothee Hammer selbst stellen. Das heißt, wir warten auf Dorothee Hammer. Das freut mich übrigens sehr, dass jetzt so viele ihre Fragen selbst stellen. Und da ist sie auch schon. Genau, jetzt warten wir noch auf das Kamera aktivieren und entstummen und Lautsche. Dann. Ach, jetzt, genau. Ich kriege nur Video starten nicht. Das macht doch nichts. Hören Sie, das ist doch, jetzt funktioniert es. Genau. Und zwar, es geht um ein Mehrfamilienhaus von 1964, nicht saniert, doppelverglaste Fenster, ansonsten die Außenhülle nicht saniert, Dach nicht saniert, Rippenheizkörper in Heizkörpernischen. Das Haus wird bewirtschaftet von einer Eigentümergemeinschaft, in der es auch Mitglieder gibt, die gar nichts tun möchten. Meine Frage ist, Sie sprachen am Anfang davon, dass die Dämmung der Außenhülle die größten Effekte bringt. Ist es möglich, nur die Außenhülle zu dämmen oder zieht das auch gleichzeitig andere Maßnahmen nach sich? Also müssten dann auf jeden Fall die Fenster gemacht werden, müssten auf jeden Fall die Heizkörpernischen geschlossen werden, sowas. Meine Befürchtung ist so ein bisschen, das Haus hat noch eine Ölheizung, eines Tages geht die kaputt und wenn dann eine Wärmepumpe eingebaut werden soll, dass dann ein riesen Sanierungsstau auf uns zukommt. Da eine Frage von mir dazu. Frau Hammer, wie ist es denn um die Außenfassade bestellt? Haben Sie vielleicht da schon den Bedarf, dass Sie eventuell sowieso sanieren müssten, dass Sie vielleicht
Nö. Aktuell nicht. Der Maler war gerade da und sagte, die Außenfassade ist im Moment noch gut. Für mich ist nur die Frage, also womit kann man den größten Effekt erzielen? Das scheint eben eine Außendämmung zu sein. Und kann man nur eine Außendämmung machen oder müssen dann gleichzeitig die Fenster ausgetauscht werden? Sowas. Also Sie können nur eine Außendämmung machen. Die Fenster müssen nicht ausgetauscht werden. Das macht ja auch wirtschaftlich keinen Sinn. Es gibt nur einen Ansatz, wenn Sie jetzt sich vorstellen, Sie machen eine Außendämmung drauf, machen da eine relativ, sagen wir, förderfähige, ich gehe jetzt mal in die Richtung, dann reden wir jetzt über irgendwie 14, ich kenne jetzt 60er Jahre, 14 Zentimeter, wenn sie erstmal hingekommen, je nach Dämmstoff, wenn sie jetzt sagen wir, Holzfaserdämmung, die man außen drauf machen könnte, um da in die ökologische Richtung mal zu gehen, dann wird es etwas dicker, dafür haben sie einen höheren sommerlichen Wärmeschutz. Das sind so Fragen, aber Sie haben immer die Situation Fenster, das ist das eine, und dann hat man den Dachüberstand, ne? Weil wenn Sie jetzt die Außendämmung machen, dann genügt eben mal der Dachüberstand nicht mehr. Das kann man mit relativ einfachen Mitteln hinbekommen, auch so, sagen wir mal, optisch schön. Und auf der anderen Seite ist halt die Situation Fenster. Wenn Sie jetzt die Fenster in der Position, wie der Fachmann sagt, also wenn die mittig eingebaut sind im jetzigen, in der jetzigen Mauer, dann gibt es da zwei Dinge, die man ansprechen sollte. Das eine ist, ich finde es immer nicht ganz so schön, sage ich mal, wenn diese Schießschatten durch die Dämmung entstehen. Also ich bin dann immer ein Freund, wenn man sich's leisten kann, die Fenster in der Position zu verändern, sprich flächenbündig mit der Außenwand zu montieren. Das muss man aber nicht, das kann man. Ja. Dann sieht das Gebäude aber so aus wie vorher. Das ist der große Vorteil. Und Sie haben die Wärmebrücke-Fenster wirklich total im Griff. Und zu Ihrer Frage, ob dann die Heizkörpernische innen noch abgemauert werden oder gedämmt werden müsste durch die Außendämmung, wenn die über die Heizkörpernische geht, haben Sie so eine signifikante Verbesserung in der Situation, dass es nicht zwingend erforderlich ist. Ah ja, und müssten die Heizkörper ausgetauscht werden? Es sind Rippenheizkörper, alte. Die könnte man für eine Wärmepumpe nutzen. Sind das alte Gussheizkörper? Ja, die sind ja gar nicht so schlecht. Also die, da muss man einfach gucken, weil dadurch, wenn Sie eine Dämmung einbringen, wird der Energiebedarf des Hauses viel geringer. Und dadurch können Sie ja denselben Heizkörper mit einer niedrigeren Vorlauftemperatur laufen lassen. Ja. Und das müsste man einfach mal rechnen, weil man kann ja den, wie es der Raphael vorhin schön erzählt hat, also mein Energieberaterkollege, man kann ja den raumweisen Heizwärmebedarf dann anpassen, weil sie haben ja eine viel, viel bessere Außen, also die Verluste durch die Außenfläche, die sind ja viel, viel geringer wie so ein 60er-Jahre-Haus, so wahrscheinlich Faktor 10. Ja, weil 60er-Jahre-Haus und jetzt in eine förderfähige Dämmung reden wir mindestens mal über einen Faktor 10, wo sie weniger Wärme durch die Außenfläche verlieren. Okay, danke schön, das war's schon. Super, vielen Dank, Frau Hammer, für Ihre Fragen. Wir kommen zur nächsten Frage und die kommt von Frau Birgit Schmidt, die lese ich auch wieder vor. Wenn man keine Luftwärmepumpe im Garten haben möchte aufgrund Optik und Lautstärke, macht dann die Nutzung der Erdwärme Sinn? Die ist zwar deutlich teurer, aber effizienter und langlebiger. Was sagen die Experten? Raphael? Ja, also ich persönlich würde immer die Erdwärme bevorzugen, weil es halt einfach, Lärm ist subjektiv beziehungsweise objektiv jetzt nach der TH Lärm nachzuweisen, aber subjektiv jetzt wirklich nach diesem eigenen Empfinden. Optik her ist auch nochmal ein anderes Thema, aber es ist einfach eine Erdwärme, die läuft deutlich effizienter. Man hat dann halt einfach auch im Sommer die Möglichkeit, das zu nutzen als passive Kühlung, also das Ganze zu unterstützen, um es nächtlich weiter auszukühlen, damit es halt einfach am nächsten Tag angenehmer ist. Ich würde es präferieren, klar. Muss man halt nur schauen, dass man so wenig wie möglich Bohrungen setzen muss. Also sprich, dass vielleicht beim Einfamilienhaus mit ein oder zwei Bohrungen es vollkommen ausreicht. Und das ist natürlich wiederum abhängig vom energetischen Zustand des Gebäudes, Heizlast, wie man es auslegt, ob dann vielleicht nochmal ein kleiner Backup-Heizstab da
dazugeschaltet wird, damit man wirklich nur auf zwei Bohrungen das begrenzt. Eine andere Möglichkeit ist das, was Jürgen vorhin meinte, mit den PVT-Modulen. Also das könnte man auch nochmal durchspielen. Preis-Leistung her, das ist identisch wie eine Erdwärme ungefähr. Hat auch seine Vorteile und gleichzeitig halt auch die Stromerzeugung, die kann man ja auch dann zugute rechnen. Also es bestehen zwei weitere Möglichkeiten, das zu betrachten und ja, man würde es klar empfehlen, wenn das Budget es hergibt. Klar, da kann man noch ergänzen, also die Sole-Maschinen, also die wassergeführten Maschinen, die als Wärmequelle nicht die Luft nehmen, die sind per se durch die Technik allein schon langlebiger wie eine Luftmaschine, weil die müssen nicht abtauen, ne? Die gefrieren nicht ein, die Dinge, das muss man noch dazu sehen. Genau, und die Bohrung hält ja auch wirklich 60, 70 Jahre, ist dann auch wahrscheinlich für ein, ja, Wiederverwendung oder Veräußerung des Gebäudes wahrscheinlich auch relevant, wenn dann solche Bohrungen schon mal gesetzt wurden, also finanziell gesehen. Super, vielen Dank für die Antworten. Dann die nächste Frage von Frau Ines Siebenberg. Sie fragt, unser alleinstehendes Einfamilienhaus, Baujahr 1907, hat doppelte Mauern als Außenwand. Ist dann eine Fassadendämmung trotzdem unbedingt notwendig? Ja. Also gut, Sie meinen doppelte Mauern, Sie haben eine Vorsatzschale und da ist jetzt die spannende Frage, ist die hinterlüftet oder nicht und haben dann noch eine Mauer, wenn ich das richtig verstehe. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man quasi den Luftspalt dazwischen dämmt, auch die Möglichkeit besteht. Da müsste man jetzt aber wirklich ein bisschen mehr drauf gucken, weil da ist dann immer das Thema Feuchteschutz, also was passiert, wenn ich da was tue, verschlimmbessere ich vielleicht die Situation. Das ist jetzt so wie will ich sagen, jetzt in der Kürze der Zeit schlecht zu sagen, aber was auf jeden Fall geht, man könnte eine Außendämmung zusätzlich machen, da muss man aber schauen, dass man diese zweite, also den Luftspalt zwischen der zweiten Schale, was passiert da? Also das muss man genau anschauen und wenn man dort die Bauphysik in den Griff bekommt, sprich, dass keine Hinterlüftung kommt, dass auch die Außendämmung dann überhaupt einen Sinn macht, weil es macht keinen Sinn, vorne eine Dämmung drauf zu machen und dahinter führen wir kalte Luft ein, da bewirken wir genau das Gegenteil. Da muss man ein bisschen mehr hinschauen, aber gehen tut es. Also wir haben es schon öfter gemacht. In Norddeutschland oben ist es natürlich eine gängige Bauart. Ja, geht, ja. Macht Sinn. Ich hatte in Kleinmachnow den Fall, dass Außenwanddämmung würde ich präferieren, wenn halt wirklich stehende Luftschicht dort vorherrschend ist, weil ich würde ungern in dieses System, also dieses zweischalige Mauerwerk hineingehen mit einer Einblasdämmung. Weil es funktioniert. Beides würde ich auch nicht unbedingt machen. Mal ein paar Zentimeter auf der Außenseite einzusparen, würde ich überhaupt nicht irgendwie beide, also Einblasdämmung und Außenwanddämmung machen, sondern entweder oder. Wenn Außenwanddämmung aber wirklich nicht gewünscht ist durch irgendwelche Typologien in irgendwelchen Regionen oder sonst irgendwie, über Niedersachsen jetzt auch, solche schönen Klinkerbauwerke oder sonst irgendwie, dann würde ich schon sagen, mindestens bitte doch eine Einblasdämmung, weil da hat man schon einen deutlichen Effekt. Nicht ganz so viel, um die Hälfte weniger als das, was eine Außenwanddämmung bewirken würde. Aber es ist auf jeden Fall besser als gar nichts. Also ein deutlicher Effekt im Vergleich zum ungedämmten Zustand. Hey, also Experten haben sich für Dämmung ausgesprochen und verschiedene Alternativen aufgezeigt. Gut. Die nächste Frage kommt von Herrn Stefan Bug. Er fragt, ich habe ein Mietshaus aus den 50er Jahren und eine fast neue Brennwertheizung. Sollte ich die Außenfassade dämmen lassen? Und wenn ja, muss das auf einmal rundherum geschehen oder kann ich die Seiten einzeln dämmen lassen? Wer? Ich kann gerne den Anfang machen. Also grundsätzlich sage ich schon, irgendwie ein Gebäude, wo es geht, sollte es gedämmt werden. Und auf der Außenseite ist halt einfach ein Effekt gegeben. Wir hatten es vorhin gehört, Heizkörpernischen auch in den 50er Jahren Nachkriegszeit, sehr stark ausgeprägte Heizkörpernischen. Davor waren es halt auch ein deutlich breiteres Mauerwerk vorherrschend. Das bedeutet, mit den Heizkörpernischen, ich könnte gerne ein Bild raussuchen, also da haben wir ein paar Thermografien aufgemacht, also da haben wir einfach eine deutliche Erwärmung der Außenseite, die Energie strömt da wirklich durch das Mauerwerk hindurch und da ist einfach wirklich eine Außenwanddämmung
Effekt bringend. Einzelne Sanierung von einzelnen Wänden ist nicht zulässig. Also wenn, dann müsste es einmal ringsrum geschehen. Bei Vorderseite, Rückseite, also Hofseite, wenn es jetzt an zwei Seiten irgendwie angebaut ist, da hat man noch Argumentationsspielraum, aber jetzt ein freistehendes kleines Mehrfamilienhaus, das so jetzt sukzessiv nur zu sanieren, also wir reden jetzt wirklich von einem deutlichen Abstand der Bauphasen, sagen wir jetzt mal heute und dann in 5 Jahren die nächste Wand und dann vielleicht in 3 Jahren darauf irgendwie die nächste Wand, hat man, glaube ich, keinen Argumentationsspielraum. Also da müsste es rein rechtlich alles geschehen. Wenn wir jetzt reden von wegen sukzessiv sanieren, weiß nicht, 3 Monate, also vielleicht jetzt die eine Wand und im Frühjahr, nächstes Frühjahr die nächste Wand, hätte man vielleicht nochmal Argumentationsspielraum. Also das ist sozusagen als eine Maßnahme zu betrachten. Ja, die Kosten sind dann auch höher, oder? Weil man ja, ja, also da eine neue beauftragen muss und so weiter. Das ist kein Vorteil. Man muss immer mehr schauen rechtlich, da kommt's immer drauf an. Das Thema ist ja, du musst ja, wenn du bei einer Fassade 10% erneuerst, musst du die ganze Fassade sanieren. Jetzt ist aber die 10% nicht streichen oder sowas, sondern da ist wirklich der vorhandene Putz damit gemeint. Ne? Und sag mal, in Bayern, und da muss jetzt immer gucken, wo ich bei uns bin, da ist Vollzug des Gebäudeenergiegesetzes, gibt es faktisch nicht. Und da muss ich ja sagen, unser Landesvater umarmt ja da gerne immer mal die Bäume und wenn die Presse dabei ist, aber Gebäudeenergiegesetzvollzug in Bayern gibt es nicht. Das muss man fairerweise sagen. Und ich hatte es, glaube ich, einmal, dass das jemand machen wollte. Jetzt fördertechnisch ist es kein Problem, ne? Weil es gibt keine Vorschrift. Du musst alle Wände sanieren, wenn du das fördern lassen willst. Okay, super. Vielen Dank für die Antworten. Dann haben wir noch eine Frage von Marion Kramer. Sie fragt, wir wohnen in einem Zweifamilienhaus, ca. 300 Quadratmeter Baujahr, 1950. Ungedämmte Fassaden, Dach 2006 ausgebaut, neu gedeckt und gedämmt. Geheizt wird mit einer Gasbrennwertanlage, die vor circa 5 Jahren erneuert wurde. Auf dem Dach ist eine Solarthermie, 25 Jahre alt. Welche Warmwasser und Heizung unterstützt? Kann eine Wärmepumpe in Zukunft die Gasheizung ersetzen, wenn das Haus nicht gedämmt ist? Bei einem typischen Bild von einem Einfamilienhaus ist natürlich die Proportion zu betrachten. Mit einem typischen Satteldach ist natürlich der Flächenanteil des ungedämmten Mauerwerks kleiner als wie wenn es jetzt ein mehrgeschossiges, ein kleines Mehrfamilienhaus ist. Auf den Giebelseiten des Gebäudes, da ist dann schon eine erhöhte raumweise Heizlast vorherrschend, weil dann schon doch sehr viel Energie verloren geht. Grundsätzlich würde ich auch noch hier empfehlen, zu dämmen, diese Grundbasis zu schaffen, um Energie einzusparen. Weil, machen wir uns nichts vor, die Wärmepumpentechnologie ist auch eine super Technologie und die hat einen ökologischen Effekt. Nichtsdestotrotz benötigen wir Energie und wir müssen gesamtgesellschaftlich betrachtet auch dort Energie, Strom drosseln. Also wir müssen auch dort eine Basis schaffen. Also mir fällt schwer, da einen Freifahrtschein, eine Empfehlung auszusprechen, die Wand nicht zu dämmen. Grundsätzlich bin ich immer erstmal dafür, der Strategie nachzugehen, das Gebäude erstmal effizienter zu machen. Ich halte es aber nicht für unmöglich, das, wie gesagt, dann vielleicht den Heizkörper auszutauschen, wenn er vielleicht in einer Ecke positioniert ist, den zu versetzen, dann so einen schönen Vertikalheizkörper, der eine Optik hat wie eine Magnettafel dort irgendwie zu installieren. Und die Kinder können da, weiß nicht, Posters ran mit Magnet dran packen, halte ich jetzt auch nicht für unmöglich. Das ist leider ein bisschen vage, die Aussage, tut mir leid, aber... Ja, dazu ist zu wenig Information da. Da müsste man jetzt wirklich dann wissen, was braucht das Gebäude an Energie jetzt. Ja? Ja. Dann kann man schon mal abschätzen. Ne? Weil dann weiß man auch, wie die Leute darinnen wohnen. Ne? Weil so diese Pauschalurteile, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ja? So dieses...
Da muss man die Individualität der Menschen, die da drin wohnen, ne? Sind sie alt, brauchen hohe Temperaturen, weil es eben dem Alter geschuldet ist, haben sie Kinder, sind sie den ganzen Tag zu Hause, wie wird geheizt, all die Dinge spielen ja dann ein und die kriege ich über den Verbrauch in den Griff für. Also da habe ich meine Abschätzung erstmal. So, da würde ich eine Empfehlung aussprechen, einfach einen Sanierungsfahrplan mal durchzugehen. Den Sanierungsfahrplan aber nicht nur, sondern wirklich das zu ergänzen mit raumweise Heizlastberechnung und Berechnung der Heizkörper. Dann hat man wirklich eine Basis mit dem Sanierungsfahrplan, kann man ein paar Vergleichsberechnungen ansetzen, ob das eine oder andere vielleicht sinnvoller ist, also sprich mit Außenwanddämmung und. Und das müsste man dann auch weiter fortführen, eine Heizlastberechnung mit Außenwanddämmung, ohne Außenwanddämmung. Was bedeutet das im einzelnen Raum? Was bedeutet das dann für den Heizkörper? Diese Berechnung würde ich dann schon ansetzen, um wirklich eine Aussage treffen zu können. Genau, zum individuellen Sanierungsfahrplan, das macht ja prinzipiell Sinn. Was enthält eigentlich vielleicht nochmal für alle ein individueller Sanierungsfahrplan? Was deckt der ab an Informationen? Was macht der eigentlich? Da ich es jetzt angesprochen hatte, würde ich es eigentlich ergänzen. Also der Sanierungsfahrplan ist wirklich eine Initialberatung. Das Gebäude wird geometrisch erfasst, die Bausubstanz wird zugeordnet, die Heizungsanlage wird zugeordnet, der Iststand wird sozusagen erfasst. Und dann werden entweder einzelne Schritte beschrieben, wie man das Gebäude in die Zukunft bringt, sozusagen, also zukunftsfit macht, als Sukzessivsanierung in einzelnen Schritten oder halt als eine Maßnahme zum sogenannten Effizienzhausstandard. Das soll ja nicht, ja. Das ist eine Initialberatung, da werden halt unabhängig das Gebäude betrachtet, unabhängig in dem Sinne, dass wir nicht ein Vertreter sind von irgendeinem Dämmstoffhersteller oder von der Heizungstechnik. Da wird halt individuell geschaut, was halt sinnvoll erscheint für das Gebäude und halt für den individuellen Kontext des Nutzers. Das ist keine Ausführungsplanung, das will ich eigentlich immer betonen. Also deshalb hatte ich eben ergänzt, so mit einer Heizlastberechnung, das sind unterschiedliche Normen. Das muss man wirklich verstehen. Die Initialberatung ist wirklich der erste Anstoß, weiter nachzudenken oder die Berechnung, die ganze Energieberatung weiter fortzuführen, bis hin wirklich zu einer Ausführungsplanung, bis zur Ausführung und dann bis zur Fertigstellung. Das ist ja ein Entwurfscharakter, um erstmal den Einstieg hinzubekommen. Ich nutze gerne den Einstieg, um das Gebäude zu erfassen als 3D-Modell, um dann halt einfache Variantenvergleiche anzusetzen oder halt das für eine andere Norm zu verwenden. Genau, also macht sehr viel Sinn, weil man dann zumindest auch aufeinander abgestimmte Maßnahmen am Ende eher bekommt, wenn man mit so einer Initialplanung oder Initialgeschichte mal beginnt und dann eben auch genau diese Daten alle vorliegen. Genau, ich mag da noch was ergänzen, Barbara, weil du hast dann oft immer die Diskussion erstmal, so ein Sanierungsfahrplan, der zwingt mich etwas zu machen mitnichten. Ja? Also ein Sanierungsfahrplan verpflichtet zu nichts. Sondern es ist eine Hilfestellung, damit Sie wissen, welche Reihenfolge in der Sanierung sinnvoll wäre. Sie müssen auch die Reihenfolge nicht einhalten. Sie sind immer noch die selbst entscheiden. Und Sie haben am Ende einmal eine Abschätzung, was ist denn, wenn das Gebäude, und es ist wichtig, noch normbewohnt ist, weil das ist das Gebäude, das sind nicht Sie im Prinzip in dem Sanierungsfahrplan, sondern die Berechnungen sind alle von der Norm her, damit man Gebäude vergleichen kann. Und es wird dann aber angepasst an Ihren Verbrauch. Also man sieht dann in etwa, was bringt wirklich, wie es der Raphael schon gesagt hat, eine Außendämmung bei mir, was bringt die prozentual, kann man es auf jeden Fall immer sagen und absolut kann man es auch näherungsweise hinbekommen. Perfekt, super. Wir kommen jetzt zu unserer letzten Frage, die ich noch stelle, weil ich das am Anfang ja auch angesprochen habe, mit dem sommerlichen Hitzeschutz und der Kühlung. Und diese Frage hat Hinrich Burg gestellt. Er sagt, Klimaanlagen als Heizung wurden noch nicht angesprochen. Hat jemand Erfahrung oder meine ergänzende Frage auch andersrum? Jürgen, das ist dein Thema, oder? Das ist gut, ja. Also, das ist ein Thema, das im Moment so ein bisschen vogue ist. Ja? So dieses Thema Klimasplitgeräte sind ja günstiger wie eine Wärmepumpe. Eine Aussage dazu, man muss es mögen, weil Sie müssen natürlich, um mit einer Klimaanlage zu heizen, riesige Mengen Luft bewegen und zwar mehr wie beim Kühlen. Ne? Und
Dann, das muss man mögen, ne? Also man muss mögen, dass man das Geräusch akzeptiert. Also ich bin da anders gestrickt. Ich will eigentlich nichts hören und nichts spüren, aber ich will Komfort. Wenn ich jetzt aber mit einem, sage ich jetzt mal, wenig Geld da eingreifen will, dann ist ein Split-Klimagerät auch zum Heizen durchaus möglich. Man muss immer nur daran denken, ich muss mehrere Räume mitkühlen. Da gibt es ja dann die Multisplit-Geräte und alle Varianten. Wenn es jemand mag, ein durchaus adäquates Mittel, weil im Prinzip ist es auch eine Wärmepumpe, ja, die von der Effizienz her gar nicht so schlecht ist. Das muss man fairerweise dazu sagen. Man muss es mögen. Man muss auch die Optik im Haus mögen. Das spielt ja auch ab und an mal eine Rolle. Warum nicht? Ja? Super, vielen Dank für eure Beantwortung dieser vielen, vielen Fragen. Wir sind jetzt 20:30 Uhr und deswegen würde ich tatsächlich auch die heutige Bürgersprechstunde beenden, auch wenn sehr, sehr viele Fragen natürlich gekommen sind, die wir vielleicht jetzt nicht alle im Detail beantworten konnten. Wir versuchen natürlich immer auch ähnliche Fragen zusammen zu betrachten, sodass hoffentlich auch für diejenigen, die vielleicht jetzt nicht ihre explizite Frage beantwortet bekommen haben, was haben mitnehmen können. Ich freue mich jedenfalls immer, dass wir auf so großes Interesse stoßen und kann an der Stelle nur ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an die beiden Experten, an Jürgen Leppich, an Raphael Rackwitz aussprechen. Das ist ganz, ganz toll gewesen und ich habe auch wieder neu viel gelernt. Ich finde es jedes Mal total spannend. Und hier sieht man jetzt auch schon die eingeblendete Folie. Wir machen weiter Bürgersprechstunden. Die nächste wird so ein bisschen verschoben nach hinten, weil ja auch bei uns Urlaubszeiten sind. Also jedenfalls, ich bin im August im Urlaub, deswegen machen wir die nächste Bürgersprechstunde ein bisschen später, aber Sie kriegen natürlich alle wieder eine Einladung dazu. Sie können, ja, wir bearbeiten viele weitere Themen. Wenn Sie das interessiert, was wir machen neben der Bürgersprechstunde, können Sie gerne unseren Newsletter abonnieren. Da informieren wir auch regelmäßig über verschiedene Themen aus den unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Und wenn Sie es richtig ernst meinen, werden Sie Fördermitglied bei der Deutschen Umwelthilfe. Jede Unterstützung hilft, dass wir weiterhin unabhängig arbeiten können. Genau. Insofern bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank. Ach so, natürlich. Und auch nicht zu vergessen, meinem Team, was jetzt bei den Temperaturen nicht nur deswegen im Hintergrund geschwitzt hat, bei den vielen Fragen und das alles zusammenzustellen, das ist jedes Mal eine hochprofessionelle tolle Leistung. Also vielen Dank an mein Team im Hintergrund, die nicht zu sehen sind, aber die heute auch hart gearbeitet haben. Insofern wünsche ich jetzt allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.